Servus Leute, willkommen zurück zur Winterpause im FM 1516 mit den Unionern und den Eisern und den André, dem Grauer, den alten Sack. Na Freunde, wie geht's? Winterpause Nummer 3, wie gesagt. Meunier ist da, Freunde. Ihr habt gesagt, geiler Transfer, Grauer. Ändern wir mal hier die Rückennummer. 8, 11 oder 7 wurde vorgeschlagen. Ich gebe ihm die 8. Bei so einem Transfer könnte ich ruhig mal eine Pressekonferenz machen. Edgar Lee ist auch da. Website. So, nee, das machen wir nicht. Das werde ich alles selber machen. Hartmann werde ich ablehnen, genauso wie Bricklauer und Lenz. Und das werde ich so machen, wie ihr gesagt habt. Ja, ja, natürlich ist... Ich sage ihm aber trotzdem erstmal herzlich willkommen. Muss ich ja machen. Und bei Baumgartel sage ich ganz einfach, der muss... vertragen mit ihm. Nee, erstmal nicht. Bisevic auch, Trainingsjahrreich, auslaufende Verträge von Köhler und Arbeit. Wollte ich eigentlich verlängern, den jungen Mann hier. Ja, kann man so sagen. Kannst von mir aus auch die 235 behalten. Aber er ist jetzt 20, der könnte ruhig noch ein bisschen bei uns bleiben, ne? Mal den 3-Jahres-Vertrag. 200.000. Den Rest lassen wir drin, das machen wir hier raus. Und die Auflaufprämie, so. Ja, ganz streichen möchte ich die auch nicht, aber 400 ist mir ein bisschen zu viel. Komm, 80. 80 geht klar. Dann behalten wir ihn noch. So. Dann geht's weiter, Freunde. Bricklauer und Baumgartler haben auch Trainingsziel erreicht. Da Costa auch. Garcia ist auf der Transferliste. Den kennt er ja auch noch, ne? Aber den möchte ich schon gar nicht mehr haben. Schreck ist auf Transferliste. Schreck, das grüne Vieh, ne? Ja, Lenz, den könnte man hochziehen dann, ne? Müsste man Duziak verkaufen? So, 16.000. Ich glaube nicht, dass wir das dafür kriegen, ne? Machen wir mal für 13 und dann verkaufen und mal vielleicht Spielagenten beauftragen. Dass mal so ein paar reinkommen. 12 Millionen bietet schon mal Bremen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wenn er uns dann wirklich verlässt, könnten wir den Lenz hochziehen. Ist von euch gewünscht worden. Und natürlich bin ich einer, der auch nicht Nein sagt. Duziak ist ganz gut, natürlich. Aber Bricklauer ist unser super Top-Talent und den müssen wir einfach fördern, oder? Der hat die Saison auch schon wieder plus 118 gemacht und ist schon 13 Mille wert. Und wenn der irgendwann mal... Naja, ihr wisst, was ich meine. So. Edgar Lee und Thomas Meunier ist auch da. Sehr geil. Herzlich willkommen. Gucken wir erstmal hier bei dir. Du musst einen Dolmetscher haben. Was ich machen wollte, ist, hier haben wir erstmal eine Pressekonferenz. Mal eine Spielerfeier und wie sieht's denn aus hier nochmal? Trainingslager, ich weiß nicht. Vielleicht ein Kurztrainingslager hier reinhauen. Und dann ist hier der 18. Spieltag. Können wir hier nochmal eine Autogrammstunde machen? Vielleicht auch mal ein Freundschaftsspiel. Ist aber wohl nix. Gut. Ja. Dann hake ich das mal ja, was ich schon erledigt habe. Das nächste kommt, dann soll ich mal die Kashima Endlast zeigen. Wenn die denn hierbei sind, da sind sie. So, ich habe leider die Liga nicht simuliert. Aber gucken kannst du trotzdem, weil du das gewünscht hast. Ist ja kein Problem. Hier. Super. Dann soll ich noch nach Spielern gucken, so wie Rakowski. Das ist ein Torwart. Bei Nürnberg. In der 60. Kann man ja mal scouten. So. Dann der nächste ist Cipriani. Den sollte ich mir echt ranholen. Wurde gesagt. Massimiliano. Der spielt ja bei der Hertha, ne? Kann man, was haltet ihr denn davon, wenn man den holt und man verleiht ihn noch ein Jahr, dass er sich vielleicht bei der Hertha entwickelt?
Wollte ich sowieso mal reinschauen hier bei der Hertha. Ob der denn wirklich spielt? Ja gut, der macht hier... Oh, der ist auch ganz schön sauer. Weil er wohl nicht spielen darf, so direkt. Mhm. Okay, kein Problem. Schreibt mir das mal rein, ob ich mir den holen soll und ausleihen soll direkt. Noch besteht die Zeit ja. Thiago. Thiago. Alcantara. Oh, der ist vereinslos. Aber ist nicht... Leider nicht interessiert, Freunde. Schade. Hat der Matze Werkmann wieder gefunden, der alte Schlitzohr. So, dann haben wir noch Ilsanka. Hat mir der Noel vorgeschlagen. Stefan Ilsanka. Weiß ich auch noch nicht genug drüber. Also ab auf die Liste. Super. Orban. Willi Orban. Klasse Spieler. Hätten wir das mal eher gewusst. Aber er wollte sowieso nicht zu uns. Kein schlechter, wie gesagt. So. Kleinheißler. Der ist mir auch bei der EM aufgefallen. War auch kein schlechter. Den möchte ich gerne mal scouten. Der macht irgendwie mich einen super Eindruck. Auch, glaube ich, unglücklich bei Werder Bremen, so wie ich das sehen konnte. So, und das letzte auf meiner Liste ist, dass ich bitte, das mache ich natürlich auch, in der Jugend, den Korkuvi mal in die Startformation stelle. Natürlich. Gerne. Hier kommt jeder mal ran, wie gesagt. So. Dann gehen wir mal noch ein paar Tage weiter hier. Ui, okay. Hoffenheim. Okay, wir machen aber das so, dass wir Forderungen stellen. Deswegen, weil... So, das brechen wir auch ab. Ah, ich hab's vergessen, Freunde. So. Muss ich mal eben gucken. Transferstatus? Den kann... Also, okay. Da müssen wir erstmal in Verträge rein. So. Ob wir das überhaupt hier schon eingestellt hatten, hatten wir aber gar nicht, ne? So, dann zum Beispiel gehen wir daher. Wir haben hier einen Bricklauer. Und ich kann den nicht auf unverkäuflich setzen, weil wohl jemand anders da ist, ne? Gucken. Hä? Nein, der wird nicht da drauf gesetzt. Hallo? Von Transferliste nehmen. Ach so. Muss ich das höher setzen? Lol. Guck mal nochmal. So. Da muss er... Ich weiß nicht, warum das so ist, Freunde. Könnt ihr mir das erklären? Wie ich das mache, weil irgendwie funktioniert es nicht. Nö, geht nicht. Müsst ihr mir mal erklären, warum das im Moment nicht funktioniert hier irgendwie. Das ist ja scheiße. So. Wembacher fällt aus, Arbeit unterschreibt neuen Vertrag. Preußen Münster ist an Schreck interessiert. Scouting abgeschlossen von Afane. Sie hatten es gewusst, die Zukunft gehört Duziak und jetzt wird er verkauft. Ach, Freunde. Schade eigentlich, ne? Da. 11,5, also da Bremen 12 bietet, können wir mal bei Leverkusen auch sagen, 12 und hier auch die Forderung stellen. Benjamin Weber hat nach dem letzten schönen Rollsport über sie geschimpft, da kann der Co-Trainer sich mit... Oh, Hamburg. Hamburg und Leverkusen haben sich entschieden, ihn unter Vertrag zu nehmen. Ja. Hier müssen wir mal schauen, Jungs. Guck mal hier. Wer ist da interessiert? Palermo an Cipriani. Das halt, was halt, also, ja, irgendwie geht's ja dann wieder nicht, was ich vorhab. Ah, Mann. Scheiße. Naja, habe ich das, dann wird's wohl nichts irgendwie. Ja, Duziak. 12 Millionen, Leverkusen. Werder Bremen hat auch 12 geboten. Ja, dann drücke ich ja hier auf unterschreiben, würde ich sagen. Komm. Entschuldigung. Angebot für Bricklauer. Ja, das könnt ihr vergessen. Ich schaff's irgendwie nicht, unverkäuflich einzustellen bei dem jungen Mann. Das tut mir so leid, weil ich möchte den nicht abgeben, ist ja klar. Spielerfeier, super Scouting abgeschlossen. Rakowski, auch eine 10, ist mit einer 63 dabei.
Super. So, wie weit sind wir denn hier in der Aufnahme gerade? Gucken. Da sind schon wieder 10 Minuten. Na, Edgar Lee, natürlich. Richtig geil. Und Meunier. Super Transfers, muss man sagen. Ja, und bei Groß und Zenu Lau, wir können immer... Ich mach das mal so. Moment. Spieler vergleichen. Zenu Lau mit Sandro Große werde ich jetzt. Da. Ceulano ist in 21 Fähigkeiten besser, Sandro Große in 6. Das heißt, wir würden wahrscheinlich sogar Sandro Große dann verleihen. Freunde. Also, müssen wir mal schauen. Auf Anbieten klicken, dann zur Leihe. Auf das Geld kommt es mir jetzt nicht so an. In der zweiten Liga wird den auch gar keiner nehmen. Frankreich, England. Ja, wie gesagt, müssen wir schauen. Ist ja noch ein bisschen Zeit, wir haben erst den vierten. Noch ein bisschen. Kaufangebot wieder für ihn. Ja, 23 Mille, eieiei. Shit. Das ist jetzt heftig, Freunde. Ich werde den aber nicht verkaufen. Das kann ich einfach nicht. Der soll noch reifen bei uns. Da können wir noch mehr rausholen bei denen. Glaubt mir. Vielleicht ein Fehler, ihr könnt jetzt motzen oder was, aber... Bei mir wird das im Moment so aussehen. Krass. Leider ist es nicht mehr so viel Union Berlin von Anfang vorhanden, ne? Aber was willst du machen? Wir sind jetzt im Moment das 10. beste Team aus der Liga, ne? Ah... Wie weit seid ihr denn hier jetzt? Die sind immer noch da am Verhandeln anscheinend. Großer hat Trainingsziel erreicht. Schön. Autogrammstunde Scouting abgeschlossen von Pereira. Jesanka auch 66. Vorschlag des Assistenten Dennis Höse. Kessel sollte Schnelligkeit trainieren. Freunde, 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 das ist gerade so heftig hier, ne? Ich wollte doch mal gucken, ob es noch ein paar... Hier, ein Deitsch, warum soll ich nicht den hochziehen, Freunde? Ist das noch zu früh? Ihn könnte ich ja auch hochziehen. Aber ihr habt gesagt, Lenz. Lenz gefällt mir, ist keine Frage, also... Aber wir müssen schauen, dass wir dann wohl Sandro Große verleihen. Freunde, sagt... Also, ihr müsst mir das unbedingt in die Kommentare schreiben, bitte. Ja? Bratwechsel zu Dortmund. Oioioi, die Belgier kommen jetzt alle hier rein. In die Bundesliga, Jungs. Hier ist nochmal Hoffenheim. Das können wir jetzt aber abbrechen. Jetzt können die sich den Kopf zerbrechen da über ihn. So. Zuschlag für Leverkusen, Freunde. Dutzjak, 12 Millionen. Er verlässt uns leider. Amsif. Amsif ist über Personalpolitik. Naja, ist klar, Freunde, oder? Müssen wir noch einen Ersatz ranholen, ja? Freunde. Das ist unser Rekordtransfer. Dutzjak hat uns verlassen. Das heißt, Lenz kommt nach oben. Erstmal wird hier das eingestellt. Wo ist er? Da. In die erste Mannschaft. Ah. Dauerhaft. Kann ich die nicht erstmal... Freunde, was meint ihr wirklich, den Lenz hochziehen? Ich muss es ja noch nicht machen. Schreibt es mir. Lenz hochziehen oder noch eine Alternative in der kurzen Zeit suchen. Für Dutzjak. Ja? Wir haben ihn verloren. Was heißt verloren? Wir haben ihn verkauft. Weil wir halt... Wir können nicht die ganze Zeit immer darauf uns verlassen, dass... Weiß ich nicht, dass wir wirklich wechseln können zwischen Bricklauer und ihm. Bricklauer war halt gesetzt. 52 Spiele hat er für uns gemacht. Ich nehme den ins Blickfeld wieder auf, um zu gucken zwischenzeitlich immer.
Aber sollen wir noch jemanden ranholen? Für Duziak oder Lenz nach oben ziehen? Freunde, ihr entscheidet das. Ja? Und Große oder Zenulau, das habt ihr auch gesehen. Stimmt da bitte, was heißt stimmt da bitte ab? Sagt was dazu, bitte. Jetzt beenden wir erstmal den Part. Schönen Tag noch, Freunde. Wir hören uns. Ciao.